Hallo, ich bin's, Janine. Willkommen zu meiner neuen Serie Tell More Stories. 2021 habe ich mir vorgenommen, mehr Erinnerungen festzuhalten, auch noch mal in die Vergangenheit zu gehen und mehr Geschichten zu erzählen. Heute möchte ich eine Doppelseite im Album meines Juniors gestalten und habe mir dazu als Inspiration die Journaling-Karte mit den Textboxen von Ellie Edwards genommen. Die habe ich in Photoshop hochgeladen, meinen Text eingetippt und anschließend ausgedruckt und ausgeschnitten und habe die einzelnen Textboxen bereits auf dem Layout ausgerichtet und mit etwas Kleber festgeklebt und tackere jetzt noch zusätzlich die Textboxen fest. Das ist zum einen mag ich das Tackern für ein bisschen mehr Dimension, zum anderen eben um die Bilder festzuhalten. Außer eben an dieser orangenen Textbox, da reichte einfach die Länge meines Tackers nicht und ich musste das anheben, ist also nur zu optischen Zwecken an dieser Textbox, nicht wie bei den anderen, wo ich wirklich auch tackern konnte. Das Album habe ich mit Beginn der ersten Klasse für meinen Junior angelegt und möchte dort, wie gesagt, ja, Erinnerungen, Geschichten aus seinem Schulleben festhalten. Die rechte Seite ist außerhalb der Hüllen, links habe ich zwei 4x6 Hüllen, die gefüllt werden müssen. Und dazu verwende ich diese Journaling-Karte von Ellie Edwards, die ich ja aufgehoben habe für ein ganz besonderes Layout. Und ich verwende zwei Blanco-Journaling-Cards, die es auch in meinem Shop gibt. Auf der einen Seite Blanco, auf der anderen kariert. Verlinke ich euch unten. Um nochmal auf die Journaling-Karte zurückzukommen, die hat also verschiedene Texte, Textstreifen und die bieten sich für die Journaling-Karte einfach an. Meinen kleinen 6-Inch Trimmer hier, den habe ich immer an meinem Platz in der Nähe zu stehen, um dann damit solche Papiersachen oder auch Fotos zu beschneiden. Für kleine Projekte ist der wirklich wunderbar. So, die Textstreifen werden auf den Journaling-Karten arrangiert und nochmal ein bisschen sortiert, dass das farblich ein bisschen passt. Und zwei Journaling-Karten, Textstreifen werden rausgenommen, weil die erstmal vom Platz nicht passen und auch ja, von dem Text, der dort geschrieben ist, nicht wirklich passen. Ich fixiere die Textstreifen jetzt mit ein wenig Kleber an einer Stelle. Denn ich möchte sie gerne durch die Nähmaschine jagen und so eine Naht auf die Textstreifen unterhalb des Textes jeweils bringen. Und dass mir die Textstreifen nicht verrutschen, wie gesagt, werden sie mit ein bisschen Kleber auf den Karten fixiert. Ich habe eine neue Nähmaschine zu Weihnachten bekommen von Wertarbeit, mit der bin ich wirklich sehr zufrieden. Toll, was da auch alles mit dabei ist. Und die Nähmaschine steht immer genau hinter mir, sodass ich jederzeit etwas nähen kann auf einem Projekt. Also sehr praktisch, ne? Wenn etwas draußen steht, dann, wo man es sieht, dann verwendet man es auch.
Beide Seiten sind mir irgendwie noch ein bisschen nackig. Mir fehlt also noch ein bisschen Embellishments und ich hole mir da die Chipboard-Sterne von, ich hoffe, ich spreche mir nicht die Zunge, Vinzenanka, die ja jetzt, glaube ich, unter neuem Betreiber weitermachen. Benutze diese Sterne recht häufig, also gerade jetzt im December Daily habe ich die häufig verwendet. Und jetzt schaue ich in meinen Embellishments nochmal nach anderen Sternoptionen, aber bin da nicht so erfolgreich und nehme dann einfach die Sterne, die jetzt gerade schon da drauf liegen. Sterne gehen ja auch irgendwie immer. Zum Festkleben der Sterne nehme ich ganz normalen flüssigen Kleber und nehme mir dann, weil die Sterne so futzelig sind, nehme ich mir noch eine Pinzette zur Hilfe. Und irgendwie hatten die Sterne auch ein bisschen Bewegungsdrang, das heißt, als ich die dann aufgeklebt habe mit der Pinzette, sind die noch etwas umhergerutscht, sodass ich die erstmal mit dem Finger an ihren Platz drücken musste. Ja, das Layout oder zu dem Foto. Mein Junior ist im August 2019 eingeschult worden und hatte noch all seine Zähne und innerhalb von 2-3 Wochen nach Schulbeginn sind dann beide Zähne rausgefallen, so dass man dann zu ihm sagen konnte, jetzt bist du wirklich ein richtiges Schulkind. Der zweite Zahn, als der rausgefallen ist, das steht auch im Journaling, das war echt witzig. Wir waren gerade bei einem Fußballspiel von ihm. Er stand also mitten auf dem Platz, als der Zahn entschied, ich muss jetzt rausfallen. Und ist dann zu seinem Trainer gegangen und sagt, hey, guck mal, ich habe gerade meinen Zahn verloren. Das war natürlich, das Fußballspiel war gelaufen und er war natürlich total happy, dass der zweite Zahn vorne auch raus war. Ja, und die Lücke war auch gar nicht lang. Also die neuen Zähne sind auch recht schnell gekommen. Und dann sind noch die beiden Zähne daneben rausgefallen, sodass er jetzt mit 7 hat er 8 neue Zähne und ich glaube, die Backenzähne sind auch schon da. Ja. Ich bin schon bei der letzten Journaling-Karte. Klebe den vorletzten Stern gerade auf. Und dann bin ich gleich fertig mit meinem ersten Layout für meine Serie Tell More Stories. Stories ist ja auch mein One Little Word 2021. Und das ist eben eins meiner Vorsätze. Ne? So, und da sind wir schon am Ende. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Lasst doch einfach einen Kommentar da und vielleicht sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund.